Echt, Schlüssel haben wir keine. Schade. Was ist das nochmal? Blendbolzen haben wir voll. PG-Munition brauchen wir eigentlich auch gerade nicht. Wir hätten jetzt die Chance, uns unsere Sprintdauer zu maximieren. Oder es, wir hätten jetzt die einmalige Chance zu sparen auf 50.000. Das wäre jetzt auch eine gute Situation. Ich würde sagen, das sind die beiden Optionen, die wir jetzt in Betracht ziehen sollten. Entweder das hier oder das hier. Auf das hier sparen. Feuerschaden hinzu. Klingt ganz geil, ne? Aber was bringt uns der Feuerschaden? Also ist uns das wirklich 50.000 wert? Das ist ja schon eine ganze Menge, würde ich sagen. Das wundert mich so ein bisschen. Oder sind wir noch früh genug im Spiel, um den Rest, um nochmal 50.000 zu sparen? Ich würde so einen Bauch aussagen, keine Ahnung, wie viel wir gemacht haben, 2/3 vielleicht. So was die Größenordnung. Aber vielleicht möchte ich auch lieber schneller laufen. Ich möchte schneller laufen. Das scheint mir irgendwie wichtiger zu sein. Beziehungsweise nicht schneller laufen, aber mehr Sprint Kapazitäten zu haben. Ja, das nehmen wir an. Und gehen wir weiter. Was mache ich noch eine ganz kleine Pause. So, Pause ist rum und wir machen uns wieder auf den Weg. Also. Wir könnten, wenn wir wollten, hier nochmal zurück. Wir haben jetzt noch 4550 Schlammbomben übrig. Und finden hier an der Ecke nichts Erwähnenswertes. Naja, dann wollen wir mal weiterlaufen. Eieiei. Oh Gott. Warte mal kurz. Das sieht nach einem Job aus hierfür. Wer bist du eigentlich? Können wir hier oben auch schon ein bisschen Schaden anrichten? Können wir probieren. Da kriegen wir 12 ein. Mit einem Schuss. Nein, kriegen wir nicht. Okay, alles klar. Nee, von der PG möchte ich echt keine, nicht allzu viele Waffen, Munition verschwenden. Stattdessen, also das sieht echt gefährlich aus, upsie, gehe ich nochmal hier auf, hier noch einen drauf, dann haben wir erstmal einiges. 50 Waffenteile haben wir noch übrig. Das ist ein komfortables Polster, das ich jetzt aber nicht weiter strapazieren möchte. Oh, nice. Was macht er denn da? Den habe ich nicht gesehen. Verdammt. Kriegen wir den noch? Scheiße, der haut ab. Was ist eigentlich passiert? Der haut ab. Okay. Hier haben wir noch so einen. Auf jeden Fall ist hier gerade gefährliche Musik. Und lauter... Ja, wo kommt der denn auf einmal her? Moment. Oh, shit! Wir brauchen eine schnelle Lösung hierfür. Und wie viel haben wir da unten? Moment. Okay, pass auf.
noch eine Lösung. Mist, ey. Was macht der denn da? Wo will der hin? Hallo, hier bin ich. Ach, jetzt traf ich auch nicht. Ey. So ein Mist. Ja, brenn halt, ne? Du darfst auch brennen. Das erlaube ich dir. Bitteschön. Okay, pass auf. Und wir machen das gerade mal so. Mist. Scheiße. Ach du meine Güte, ey. Wow, was hast du denn da? Tu das weg. Ja, verbrennen halt. Ah, zu spät. Komm hier. Rumse. Der wird gleich eh explodieren. Und wo ist der andere hin? Der ist irgendwo hochgeklettert gerade. Komm, ich schieße ins Bein. Wer wirft denn hier mit Dynamite? Du. Schon rumsen da, ne? Es sei denn natürlich, wir holen die alle, wir lassen die alle mal rauskommen. Und es sind ja nur noch zwei. Moment. Oh, okay, pass auf, der ist gefährlich. Der ist gefährlich. Ja, für dich habe ich noch was ganz Besonderes. Falls du das überlebt haben solltest, dann habe ich ein Problem eigentlich. Er hat es überlebt. Ja. Mist. Okay, wir müssen nochmal nachhelfen. Vielleicht ist das tatsächlich so einer der denkbar besten Augenblicke hierfür. Moment, wenn es aufgeht, schießt er sofort. Nein! Gut, alles klar. Das ist nicht ganz so zufrieden, ehrlich gesagt. Das war teuer. Aber ich glaube, wir haben es soweit. Moment, dann liegt noch ein bisschen schleimi. Wunderschleim. Und da hinten war noch irgendwie Matches oder sowas. Ich sag mal Matches dazu. Aber Matches ist kürzer als Streichhölzer. Und natürlich kommen wir hier nicht mehr hoch. Hier ist der hochgeklettert. Dann möchte ich auch mal hochklettern für den Fall, dass er irgendwas fallen gelassen hat. Der hätte mal ein nettes Reservoir hier an Dynamit gehabt. Checkpoint. Lässt mich vermuten, dass wir halbwegs richtig sind, aber ich habe das Gefühl, es geht noch weiter. Die Stressmusik ist nämlich noch an. Okay. Komm, lass uns mal durch Rohre kriechen. Na, hier ist aber gar nichts. Ist hier was? Okay, was machen wir jetzt? Von wo könnten die Gegner noch kommen? Vermutlich von allen Seiten. Ist da noch was dran? Schleim, holen wir später. Müssen wahrscheinlich jetzt vielleicht auf kurze Distanz flexibel sein.
zu viel rum. Noch ist es ruhig. Aber es ist nur Schleim. Ich meine, ist ja ganz toll, aber... Dann können wir uns das auch noch holen. Ich dachte nämlich, ehrlich gesagt, dass wir hier noch irgendwas möglicherweise triggern. Moment, hier liegen auch noch Dinge. Das blinkt so. Hier ist ein Durchgang. Ich hoffe, die Tür bleibt natürlich nicht auf. Der Weg führt... Beide Wege führen hier zum Ziel. Revolver nachladen, das hier. Matches. Und... einen Hebel betätigen. Ah, shit. Pass auf. Okay. Dann, den ist nicht so leicht beizukommen. Mist! Scheiße. Jawohl. Okay, den... Damit der hat das überlebt, dann... Setzen wir hiermit noch einen nach. Und zwar dahin, wo es weh tut. Aber hier ist noch einer von denen. Ich bin mir ganz sicher. Da war noch einer. Es waren noch zwei von denen. Da ist er. So, Junge. Brenne. Ist das noch was zum Einsammeln? Oh ja. Immerhin, 4 Schuss. Die möchte ich hier eigentlich nicht liegen lassen. Aber sonst alles... Sonst sieht mir das alles relativ aufgeräumt vor. Aus, meine ich. Dann wollen wir mal. So viele Waffenteile und Munition. Habe ich gerade Checkpoint gelesen? Okay, der fällt runter. Okay. Ah. Oh, Scheiße! Ah, dang! Nein, nicht noch ein, nicht noch ein! Ah. Jetzt
2 auf einen Streich. Und das war's. Die Hütte hat etwas. Ja, zieh noch mal im Hebelschen. Im Hebelschen. Der kann ruhig bis hierhin kommen. Die zwei sind easy peasy. Der kann hier runterfallen. Die fallen hier alle runter. Der kann ja auch runterfallen. Das brauche ich mal was anderes, weil mir geht die Munition gleich aus. So falle er runter. Warum treffe ich denn die Fässer nicht? Okay, wir brennen beide. Okay. Warte mal, wir haben noch eine Magnum. Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, die mal einzusetzen. Kommen von hinten noch welche? Da sind wir durch. Sieht gut aus. Sehr gut, okay. Puh. So, jetzt müssen wir nur noch mal wieder auf einen grünen Zweig kommen, was Munition betrifft. Und Schleim. Gib mir Schleim. 1000 Schleim. Das ist ein bisschen wenig, finde ich, für die Strapazen, die wir gerade erlitten haben. Naja. Mehr wollen die Entwickler uns hier nicht zustehen an der Stelle und meinen, ja, mehr als 1000 kriegst du nicht, war viel zu einfach. Ja. Einfach am Arsch. So, jetzt springst du rüber. Nice. Das war... Oh, wir haben das, glaube ich, war Magnum Munition. Sebastian, du kannst, glaube ich, ruhig hier drauf springen. Schon okay. Checkpoint. Und hier gibt's Brain Energy. Einmal Brain Energy. Nice. Ja, klar. Ah, du elende Pissbacke. Ich wollte das nur noch aufheben hier. So eine Scheiße. So. Um mal wieder ein altes Muster zu verfallen hier. All unsere Energie aufbraten. Naja, die Sache ist die, wir haben jetzt mittlerweile ein bisschen mehr Gesamtenergie. Es könnte sich lohnen, jetzt auch nochmal in daran zu investieren, dass die Medipacks ein bisschen mehr Stoff geben. Wir haben hier einen Safe Room. Ich höre ihn, wir haben knapp 10.000 Schlammbomskis. Oh. War ein bisschen dunkel gerade. Und ein Schreibtisch. Und noch ein Schreibtisch. Und ein Stuhl. Und noch mehr Stühle. Ja, die sehen gemütlich aus. Ich möchte so einen haben. Ich bin nämlich mit meinem jetzt... Langsam werde ich mit meinem Schreibtisch unzufrieden. Der wird mir fast zu ungemütlich. Schrank
ist nix. Holen wir uns noch ein bisschen Brain Energy. Noch mehr Brain Energy. Jawohl. Bis die Bombe rauskommt. Weißt du was, du Kackbombe? Aus dir mache ich... Oh, es war das knapp. Eieiei, was... Ich wollte sagen, aus dir mache ich Waffenteile, aber... Stattdessen macht die Bombe aus mir noch mehr Brain Energy. Pam! Mach auf den Scheiß. So. Tagebuch von Sebastian Castellanos, 11. Juli 2012. Seit dem Unfall sind fast 6 Monate vergangen. Myra und ich leben uns Woche für Woche immer weiter auseinander. Ich muss stark bleiben. Aber es ist so leicht, meine Gedanken in Whisky zu ertrinken. Solange es meine Arbeit nicht beeinflusst, kann ich in meiner Freizeit tun und lassen, was ich will. Endlich hat sich Myra mir gegenüber geöffnet. Aber ich bin nun nicht mehr in Sorge. Ich bin noch mehr um Sorge. Ich bin nun noch mehr in Sorge um sie als zuvor. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, dass Myra allmählich paranoid wird und ihren Verstand verlieren scheint, oder dass ihre Vermutung, das Feuer sei kein Unfall gewesen, wahr sein könnte. Ich sollte ihrem Instinkt vertrauen, aber wenn sie recht hat, Gott möge demjenigen beistehen, der dafür die Verantwortung trägt. Sabotage also. Das war ist eure Vermutung. Was? Schon wieder hier. Hat Sebastian immer noch nicht kapiert den Verstand. Wieso sagst du das? Ich bin doch jetzt gerade aktiv durch den Spiegel gegangen. Wo soll's denn sonst landen? Das war das ganze Spiel so, dass wir hier landen, wenn wir haben Sie etwas vergessen? Wenn wir durchs wenn wir durch den Spiegel gucken. Naja. So, einen Schlüssel haben wir ja. So, noch ein bisschen, jetzt hier so 3 Energieteile wären super. Und Schleim ist auch gut. 10.000. Nice. Ich bin mir relativ sicher, dass wir einen von den Blendbolzen benutzt haben. Warum willst du den denn nicht aufnehmen? Ich hab doch... Das verstehe ich nicht. Naja. Ich bin so ein Idiot. Ich bin auf die falsche Taste gekommen. Ich wollte doch die Lebensanzeige. Wollte ich die aufwerten für 10.000? Oder wollte ich die Spritzen wirken? Boah, ist das alles teuer, 32. Die können wir noch mitnehmen. Nahkampfschaden für 2.000 vielleicht. Das haben wir maximiert. Können wir immer noch machen. Maximal. Ah, das brauchen wir eigentlich gerade nicht. Ja, ich würde lieber auf sowas gehen hier. Schadenmultiplikator oder erhöhte. Kritische Stufe, Magazinkapazität. Ja, das wird alles ziemlich teuer. Genauigkeit können wir noch erhöhen damit. Schadensmultiplikator 8.000, ey. Boah. Und Kritten können wir damit gar nicht. Meine Güte. Kritisch? Nee. Kritisch mit der Schrotflinte? Nee. 10.000. Das war verführerisch, aber dann würde ich lieber den Schaden erhöhen. Oder hier. Schadenmultiplikator. Wir haben das hier schon so schön hoch. Keine Ahnung. Ist da was? Ich glaube, wir sparen noch ein bisschen. Hiervon vielleicht noch ein bisschen. Ist hier noch irgendein Schnäppchen, was wir nehmen können? Eine Granate mehr oder. Da
Das ist ein Schnäppchen, ne? Na, keine Ahnung, können wir machen. Mehr als 15 glaube ich eh nicht, das war... Das wir die haben. Spritzen... Das war eine Ausnahme, dass wir einmal mehr als 3 Spritzen haben konnten. Den Rest spare ich gerne. Dann lass ihn mal abspeichern. Schauen wir uns mal an. Wen oder was wir noch so wiedervereinigen können. Kidman? Bist du's? Ich glaube, da können wir jetzt weiterlaufen. Warte mal, weiter wäre hier. Oh nee, ist hier so viel Wasser. Oh oh. Kidman, halt die Tür zu. Ich komme. Wow, wie viele Zombies sind denn da drin? Wartet mal. Wow. Mal lass doch mal einen Schulbus von der Decke fallen. Warum auch nicht? Wo geht's denn lang? Ist hier noch was? Oder gar hier? Ja, da schwimmt ein Vieh. Ach du Scheiße. Nein. Wo ist denn hier der Safe Spot? Hier gibt's keinen Safe Spot. Wir werden gefressen. Wir haben verloren. Ich bin hier irgendwie runtergefallen gerade. Oder komme ich hier noch auf das Auto? Komm bitte, Sebastian. Nein. Okay. Vielleicht kann ich ja doch das Auto so ein bisschen umzirkeln, bis das Ding wieder aufgeht. Und das sieht... Warte mal, wo ist das denn? Teil? Geh auf. Geh auf. Nein, wir werden gefressen. Sheet. Das Wasser färbte sich rot. Ah. Ich würde gerne... Okay, es geht auf. Pass auf, wir versuchen jetzt mal direkt dadurch zu schwimmen. Also wir haben es geschafft, jetzt müssen wir noch schnell genug sein, um irgendwie an einen sicheren Ort zu kommen, wie hier zum Beispiel. Sag mal wenigstens, dass es hier einen Checkpoint gibt. Bitte, ich will das nicht immer nur von neu machen. Aber das Vieh ist uns hinterhergeschwommen. Diese Merkwürdigkeit. Checkpoint, oh, ist das gut.